Heute beim elektrischen Reporter: Racheporno, eine Umschulung und Computerliebe. Elektrischer Reporter. Ich habe Sie erwartet. Es ist ein erstaunliches psychologisches Phänomen. Wenn zwei Menschen sich trennen, die sich einmal sehr lieb hatten, führt das nicht selten zu Gift und Galle und dem Wunsch, der oder dem Ex weh zu tun. Im Internetzeitalter gibt es für dieses Wehtun-Wollen ganz neue Varianten, wie unser erster Beitrag zeigt. Das Internet ist das größte Pornokino aller Zeiten. Und es ist eine Horrorvorstellung für fast jeden Internetnutzer, dass dort eigene Nacktbilder oder Sexvideos, die nie für die Öffentlichkeit bestimmt waren, zu sehen sein könnten. Revenge Porn, auf Deutsch Rachepornos, ist der Netzbegriff für solches Bildmaterial, das gegen den Willen der meist weiblichen Akteurinnen im Netz kursiert. Häufig versehen mit Angaben wie Name, E-Mail-Adresse, Wohnort oder Link zum Facebook-Profil. Emma Holten aus Kopenhagen ist genau das passiert. Und schon kurze Zeit, nachdem ein Unbekannter ihre Nacktfotos online stellt, erkennt sie, bei Revenge Porn geht es nicht etwa um Sex, sondern um die persönliche Demütigung. Das Erniedrigende war, dass eigentlich allen beim Anschauen klar sein musste, diese Bilder wurden gegen meinen Willen veröffentlicht und dass ich dadurch in eine Situation der Hilflosigkeit gebracht wurde. Aber genau das war es, was die Leute interessiert hat. Denen ging es nie darum, was auf den Bildern zu sehen ist, sondern immer nur um Dinge wie: Glaubst du, ihre Eltern wissen davon? Und es bleibt nicht bei solchen Fragen. Per E-Mail erreichen sie Beleidigungen, Beschimpfungen und Erpressungsversuche. Bald wird ihr sogar in ihrem Alltag aufgelauert. Männer stehen brüllend unter ihrem Fenster. Auf Partys teilen Gäste ihre Fotos auf dem Smartphone und machen sich über sie lustig. Aber es ist genau diese Opferrolle, die Holten für sich selbst nicht akzeptieren möchte. Und deshalb fasst sie gemeinsam mit der Fotografin Cecily Böttger den Plan, neue Bilder von sich zu machen. Ebenfalls Nacktbilder, aber solche, die sie freiwillig ins Netz stellen möchte. Der Name des Projekts: Consent, Einverständnis. Die Botschaft lautet: Ich schäme mich nicht. Nicht für das, was mir passiert ist und auch nicht für diese alten Fotos. Oder für die neuen. Und niemand sollte sich für so etwas schämen müssen. Sexualität und Nacktbilder sind schließlich nichts Gefährliches. Erst wenn hier Missbrauch im Spiel ist und etwas gegen deinen Willen geschieht, dann wird es gefährlich. Und tatsächlich, mit Consent gelingt es Holten, die Rolle des wehrlosen Opfers abzustreifen, die ihr ihre Peiniger zugedacht hatten. Und doch bleibt ein kleines Problem. Auch die alten Nacktbilder kursieren noch immer im Internet. Der Anwalt Tim Hößmann, der regelmäßig Revenge-Porn-Opfer vertritt, weiß auch wieso. Löschanträge gegen Seitenbetreiber durchzusetzen ist ziemlich schwierig. Es gibt natürlich auch immer wieder Portale, die dort Anfragen komplett ignorieren, wo ich dann als Anwalt auch manchmal das Problem habe, die Forderung der Mandantin durchzusetzen. Ich muss ja irgendwo meinen bösen Brief hinschicken. Und wenn Sie dann nur eine Briefkastenfirma auf Zypern haben mit einer Tochtergesellschaft in Panama, ist die Wahrscheinlichkeit, überhaupt den Seitenbetreiber, der tatsächlich dahinter steht, zu identifizieren, doch sehr gering. Aber wer jetzt für das Problem Revenge Porn die Portalbetreiber verantwortlich machen möchte, der greift zu kurz. Denn schließlich scheint es eine nicht unerhebliche Anzahl von Internet-Usern zu geben, die genau solche Inhalte sehen wollen. Für die Por-Yes-Aktivistin Laura Merit kein Wunder. Denn schließlich tauchen Frauen auch in Mainstream-Pornografie vor allem als Erfüllungsgehilfinnen der Männer auf. Und manche Pornofiktionen sind von echtem Missbrauch, wie es auch Revenge-Porn ist, kaum zu unterscheiden. Merit plädiert deshalb für ein anderes Angebot. Wir wollen andere Pornos zeigen, die einen anderen Umgang zeigen, die eben auch Kommunikation mit drin haben und so weiter. Und vor allen Dingen einen Konsens, ne, dass die Leute miteinander reden und abmachen, so von wegen: das will ich nicht, jetzt lass uns aufhören oder lass uns das probieren. Genau dieses Konzept hat auch Emma Holten mit ihren Consent-Bildern verfolgt. Und so ihr Recht zum Ausdruck gebracht, selbst entscheiden zu dürfen, wer welche Fotos von ihr zu Gesicht bekommen darf und welche nicht. Wenn ich das heute möchte, schicke ich immer noch Nacktbilder von mir rum. Denn ich glaube, es ist wichtig, sich solche Rechte nicht nehmen zu lassen.
Was mir damals passiert ist, das war ein Verbrechen. Und ich lasse mich nicht in meiner Freiheit einschränken, nur weil ich Opfer eines Verbrechens geworden bin. Viele Leute denken sicher, das ist doch dumm, aber das ist mir egal. That's stupid, but I don't care. Sicher haben nur wenige Revenge-Porn-Opfer den Mut und das Selbstvertrauen von Emma Holton, mit ihrer Demütigung an die Öffentlichkeit zu gehen. Und deswegen ist es umso wichtiger, das Thema ernst zu nehmen. Ein erster Schritt hierzu ist es, solche Inhalte als das zu bezeichnen, was sie sind. Nicht etwa Rache für tatsächlich oder gefühlt erlittenes Unrecht, sondern sexueller Missbrauch in Bildform. Die Zeiten, als man noch einen Beruf ergriff, den man dann sein ganzes Leben lang ausübte, sind lange vorbei. Um eine Umschulung zum Fernsehmenschen, darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Mein Name ist Mario Sixtus und ich berichte im Fernsehen über digitale Trends und Phänomene unter dem Namen Elektrischer Reporter. Als ich anfing, den Elektrischen Reporter zu produzieren, hatte ich den Eindruck, was den digitalen Wandel angeht und was die Frage angeht, wie verändert das Netz unsere Gesellschaft, da ist niemand, der darüber berichtet. Und deswegen wollte ich das machen. Und es war tatsächlich niemand da. Der Elektrische Reporter war ja ursprünglich ein Webvideoformat, was ich so ganz alleine produziert habe, wo ich alleine mit der Kamera unterm Arm zu Menschen gefahren bin und die interviewt habe und das dann geschnitten habe und ins Web gestellt habe. Und irgendwann ist dieses Format dann ins Fernsehen gewandert. Und da gab es dann so einen Transformationsprozess, wo sich wirklich sehr viel, um nicht zu sagen, ungefähr alles ändern musste, am Workflow und am Format selber. Und ich wusste gar nicht, wie das geht. Ich fing an, Fernsehen zu machen, als ich überhaupt nicht wusste, wie man Fernsehen macht. Also weder technisch noch inhaltlich. Und das war alles so ein On-the-Fly-Lernen. Ich glaube, für mich das Schwierigste war wirklich die Transformation von einem Ein-Mann-Team zu einem Team-Player. Ich saß dann im Schnitt am Schnittplatz neben dem Cutter und wollte dem eigentlich immer so in die Tastatur greifen und dem die Maus wegnehmen und sagen, mach mal so und so. Und das war ein Lernprozess. Es ist schon toll, wirklich bei so einer evolutionären Entwicklung dabei zu sein und wirklich ziemlich weit vorne dabei zu sein und halt mit den Leuten, die halt so in die Zukunft denken, dann direkt zu reden und sie direkt in der Sendung zu haben. Das ist schon sensationell. Und ich glaube, mittlerweile ist die digitale Welt, die Digitalisierung ist so groß geworden und hat so einen großen Einfluss auf unser aller Leben, dass wir mit diesen dreiminütigen, vierminütigen Beiträgen, die wir im Elektrischen Reporter hatten, jetzt einfach nicht mehr klarkommen. Deswegen werde ich demnächst längere Filme produzieren zu Themen aus dem Digitalen. Oft ging es beim Elektrischen Reporter um Angst und Skepsis dem Digitalen gegenüber. Heute geht es einmal um das Gegenteil, um die Liebe zum Computer. Romantik oder Gefühle verbindet man nicht gerade mit Computertechnik. Doch für immer mehr Menschen sind Computer und Smartphones mehr als Maschinen oder Werkzeuge. In Umfragen geben beispielsweise 40% aller unter 30-Jährigen an, dass sie eifersüchtiger auf das Smartphone in der Hand ihres Partners sind als auf andere Menschen. Der Fotograf Sebastian Meyer ist so jemand, der eigentlich immer einen Finger am Handy oder Tablet hat. Wenn er über sein Smartphone spricht, dann fallen sogar Worte wie Liebe. Hier sind alle Bücher drauf, die ich in den nächsten Jahren lesen will. Und hier sind alle Kontakte drauf, die ich in den letzten 20 Jahren gesammelt habe. Ich liebe diese Inhalte. Klar, weil die einen Teil von mir sind. Jetzt habe ich Liebe gesagt. Nicht nur Meyer vertraut dem Smartphone mehr an als dem besten Freund. Wie viele andere auch, schreibt er private Nachrichten, hält intime Gedanken in Memos fest und sucht übers Netz nach allem, was ihm gerade durch den Kopf geht. Aber sogar körperlich kann oder will sich Meyer kaum noch von seinen Geräten trennen. Das Erste, was ich mache, ist tatsächlich, ich liege noch im Bett und schaue in ein iPad.
und gucke, ob ich E-Mails bekommen habe oder ob mir irgendjemand, ob irgendwas auf Facebook passiert ist. Und das Letzte, was ich mache, ist, ich lege mich mit dem iPad ins Bett. Das Telefon ist daneben auch verkabelt. Und solch enger Kontakt zu den Geräten bleibt eben auch emotional nicht folgenlos. Unser Smartphone berühren wir öfter als die meisten Menschen aus unserem Umfeld. Etwa 100 Mal am Tag, so eine Studie der Uni Lancaster in England. Und die Hersteller sorgen dafür, dass es noch öfter passiert. Glatte Oberflächen und weiche Linien sollen geradezu dazu einladen, die Geräte anzufassen. Denn die Geräte sollen natürlich vor allem Begehrlichkeiten wecken, weiß Stefan Baumann von der Werbeagentur Sturm und Drang. Berührung, wie wir aus unseren Studien wissen, ist einer der wichtigsten Beziehungsfaktoren. Also das, was ich berühre, zu dem habe ich auch eine Beziehung. Das heißt, viele intime Situationen werden heutzutage mit dem Tablet oder auch mit dem Smartphone verbunden. Wir fühlen uns also angeschlossen und alle Neuigkeiten, alle einkommenden Likes, alle einkommenden Posts gehen direkt ins Gehirn, sind Belohnung. Und je stärker diese Bindung ist, desto dramatischer fühlt sich ein Verlust an. Das weiß jeder, dem sein Handy einmal gestohlen wurde oder der den ersten Laptop endgültig begraben musste. Man trauert. Nicht nur um die verlorenen Daten. Für Baumann eine Fetischisierung der Geräte, eine Form der Objektliebe. Das ist eigentlich ein Krankheitsbild, das da sagt, dass man quasi Gegenstände eine Körperlichkeit und eine Identität zuschreibt. Und ein Stück weit sind wir jetzt gesamtgesellschaftlich so weit. Das heißt, wir besprechen Probleme mit unseren Geräten. Sie verstehen uns besser als wir uns teilweise selber. Frank Steinicke von der Universität Hamburg weiß, diese kollektive Computerliebe speist sich aus zwei Faktoren: der körperlichen Beziehung mit den Geräten und den Glücksgefühlen, die Computer und Smartphone auslösen. Dopamin wird bei allen guten Nachrichten ausgeschüttet. Wir fühlen uns gut. Und je besser man sich mit etwas fühlt, desto lieber hat man es. Klingt unromantisch, aber es ist die biochemische Erklärung für Liebe. Am Institut für Human-Computer Interaction untersucht Frank Steinicke solche Phänomene der Mensch-Technik-Beziehung. Er sagt, in den ersten Millisekunden löst das Bild des Handys sogar die gleichen Gefühle aus wie das Bild des Ehepartners. Denn unser Steinzeithirn kann die beiden kaum voneinander unterscheiden. Die Tatsache, dass wir ähnliche Gefühle haben, wenn wir beispielsweise technologische Geräte oder uns geliebte Menschen haben, ist im Wesentlichen evolutionär bedingt. Also die letzten 200.000 Jahre in der Evolution war es für uns nicht wichtig zu unterscheiden zwischen analog und digital oder real und virtuell. Das gibt es erst seit 2, 3 Generationen, dass solche digitalen Medien um uns herum sind. Und insofern ist unser Gehirn darauf einfach noch nicht vorbereitet, hier tatsächlich eine Unterscheidung zu treffen. Sind wir also ständig mit den Liebsten verbunden, überträgt sich diese Liebe aufs Gerät. Smartphones mildern so unsere Einsamkeit und sind auch ein Ersatz für abwesende oder gar nicht vorhandene Partner. Millionen Menschen fühlen sich deshalb in einsamen Stunden besser. Und wer also ein bisschen Herzklopfen bekommt, wenn das Handy klingelt, dem droht kein Herzinfarkt. Der ist einfach ein bisschen verliebt. In den Anrufer oder in sein Handy. Das, liebe Zuseher, war die letzte Ausgabe des Elektrischen Reporters in dieser Form, aber das war noch lange nicht das Ende. Nach der Sommerpause bringen wir Ihnen unter diesem Titel frisch gefilmte Digitalfilme zu Themen aus dem Digitalen. Bis dahin bleibe ich Ihr Elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.